Zu viele Männer denken, sie können eine Frau von sich überzeugen, indem sie einfach ein Lächeln aufsetzen, den Schmerz ertragen und still sind. Wenn sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückfahren, um den Bedürfnissen der Frau nicht in die Quere zu kommen. Und durch Hollywood und Disney-Filme stecken sich leider immer mehr Männer mit diesem Schwachsinn an. Das sind Männer, die ein gutes Herz haben, aber versuchen, ihre Freundlichkeit einzusetzen, um das auszugleichen, womit sie Probleme haben. Nett sein und zustimmen ist aber keine Ersatzhandlung, um das Flirten mit Frauen zu umgehen. Versteh mich nicht falsch, ich kenne diese Angst. Ich kenne Männer, die unbedingt ihr Held sein wollen. Und wenn die Frau ihre Hilfe braucht oder einfach mal über ihren Freund oder Ex-Freund reden will, für sie da sind. Und die ganze Zeit fragen sie sich aber im Hinterkopf, warum ist sie nicht mit mir zusammen? Und natürlich geben sie Ratschläge, zeigen Einfühlsamkeit und bieten ihr eine Schulter an. Alles gute Dinge, aber verheimlichen dieses eine Detail aus Angst, dass ihre Freundschaft dann vorbei sein könnte. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir unsere eigene Sexualität in die dunkelste, abgelegenste Ecke unseres Unterbewusstseins verbannen wollen. Dass wir nicht offen über das reden können, was ein großer Teil von uns ist. Und weil das mit so viel Scham behaftet ist, weiß kaum einer von uns, wie er mit Frauen reden oder flirten soll. Irgendwas läuft doch hier gewaltig schief, wenn die einzige Strategie, die Männer heutzutage haben, um Liebe und Anerkennung zu bekommen, die ist, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse zurückfahren und verstecken. Das ist nicht die Philosophie, die wir verfolgen. Das ist nicht Win-Win, das ist Lose-Win. Ich tue, was sie will, aber was aus mir wird, ist mir egal. Und die Machos und die Arschlöcher, die machen das genau umgekehrt. Sie denken Win-Lose. Ich krieg, was ich will und was aus ihr wird, ist mir egal. In der westlichen Welt, die stark durch das Christentum geprägt ist, haben wir alle irgendwo inhärent in unserer Kultur einen kleinen Märtyrerkomplex. Dieses Syndrom von Hauptsache ihr geht es gut. Aber wie schön wäre die Welt denn und wie nachhaltig schön wäre die Welt, wenn es allen von uns gut gehen würde? Das ist Grund Nummer eins. Ich sehe es immer wieder, warum Frauen Männer irgendwann verlassen. Es ist, weil der Mann irgendwann seine eigenen Bedürfnisse total hinten dran gelassen hat und sich nur noch um sie kümmert, seine Lebensmission verloren hat und ihn nur noch hinterher eifert, um sie glücklich zu machen. Das macht keine Frau glücklich. Wenn dir jemand so sehr hinterherrennt und keinen eigenen Lebenssinn hat, würde dieser Mensch dich auch nicht mehr glücklich machen. Behandeln wir jemanden wie einen Star, wird derjenige uns nur wie einen Fan behandeln. Aber siehst du, wie viel besser es ihr und allen anderen gehen könnte, wenn sie dich zum Freund hätte? Wenn du die richtigen Werkzeuge an der Hand hättest, um zu wissen, was du ihr sagen sollst. Ihr zu sagen, dass du sie magst und was du mit ihr gerne anstellen würdest, wenn die Lichter ausgehen. Manchmal ist es ein Prozess der Selbstliebe, der tief in der Vergangenheit liegt, den wir erstmal anstoßen müssen. Und manchmal sind es nur ein paar kleine Hebel, die wir erkennen und umlegen müssen. Und dabei helfe ich dir natürlich. Ich konnte wieder vor Glück weinen. So. Ich konnte das jahrelang nicht, dass ich weinen konnte vor Glück. Und ich habe es halt wieder gelernt. So, ne? Und das, ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil ich halt einfach mich selber viel mehr liebe. So. Wenn du mit mir darüber reden möchtest, an welche Frau du ständig denken musst und wie du sie auf ehrliche und gutmütige Weise für dich gewinnst, dann informier dich über das kostenlose Erstgespräch. Dazu musst du nur auf dieses i klicken. Was sie sucht, ist nicht ein anderer Mann. Es steckt schon längst in dir. Du bist nicht weniger wert. Ich bin nicht weniger wert. Kein Mensch ist wenig wert. Wir müssen verstehen, deine Angst vor Verletzungen ist aber genauso real wie ihre Angst davor, verlassen zu werden oder verarscht zu werden. Also lass uns doch selber, ihr, einfach mal das Selbstbewusstsein schenken, das uns manchmal fehlt. Alles, was sie dazu braucht, sind manchmal nur deine ehrlich gemeinten Worte. Sag ihr doch einfach mal, ich weiß, dass du mit Sicherheit von einem Mann schon mal verletzt wurdest, aber du musst wissen, dass ich nichts von dir will oder brauche. Du brauchst nichts von ihr. Deine Liebe kommt von einem Ort, an dem noch unendlich viel mehr Liebe steckt. Es ist der Ort in dir, in der deine Unabhängigkeit ist. Und dann, wenn sie anfängt, dich mit anderen Augen zu sehen, dann ist deine Chance, sie für dich zu gewinnen. Und zwar auf Augenhöhe. Und zwar ohne, dass wir uns dafür verstellen. Wenn du möchtest, dass ich dir dabei helfe, als Mann mit Herz Frauen zu entdecken, zu verführen
und entlang der Reise die richtige zu finden, dann klick hier auf das i. Auf der nächsten Seite kannst du dich erst informieren und wenn du das möchtest, für unser kostenloses Erstgespräch bewerben. Es ist so ein schöner Abend. So, ich habe uns irgendwo ein Wasser geholt oder einen Kaffee und dann haben wir uns hingehockt und haben einfach bloß geredet und gekuschelt und es ist einfach, ja, schön, wenn es irgendwas gibt, was ihr teilen wollt oder wenn ihr irgendwie einen Arsch braucht. So. Andy ist einfach extrem sensibel und gleichzeitig auf dem Punkt, findet irgendwie direkt heraus, woran es gerade hapert. Und ich kann euch nur empfehlen, geht zum Coaching bei Andy. Es ist genial.